Viele, viele Aspekte, meine lieben Schwestern und Brüder, haben diese beiden ineinander verschränkten Wundergeschichten über diese beiden Frauen. Die eine, die schon 12 Jahre an Blutungen leidet und damit gar nicht recht, wir müssen uns das bewusst machen, in Kontakt treten kann zu irgendjemandem. Sobald sie jemandem die Hand gibt, ist er nach dem Buch Levitikus unrein. Er muss sich zuerst waschen, damit diese Unreinheit nicht weiter übertragen wird. So ist das Verständnis der damaligen Zeit und das nicht nur im Judentum. Diese Frau ist also komplett isoliert seit 12 Jahren aufgrund ihres Leidens. Und dann haben wir wieder das Stichwort von 12 Jahren, jenes Mädchen, das mit 12 Jahren in der damaligen Zeit heiratsfähig ist. Es liegt im Sterben. Das, was wir am Handeln Jesu ablesen können, ist eine Übersetzung des zentralen Satzes aus der ersten Lesung. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Dass sein Leben bleibt. Nicht nur, dass es gelingt, sondern dass es bleibt. Er hat ihn eben geschaffen nach seinem Ebenbild. Aber auch das verrät uns die Weisheitslesung, dass durch den Neid des Teufels, wir sagen das mit dem Stichwort theologisch die Sünde, der Tod in die Welt kam und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Krankheit, Leid, Isolation sind Boten dieser Vergänglichkeit, die ursprünglich nicht von Gott ausgehen. Wir sind alle damit konfrontiert, früher oder später, mehr oder weniger. Was tut Jesus hier? Aus der Fülle der Aspekte, die hier möglich sind, lasst mich, liebe Schwestern und Brüder, einige herausgreifen. Wie man denn geheilt werden kann. Das ist ein großes Stichwort. Wir haben eine richtige Heilungsindustrie. Wir tun es wie jene Frau. Wir geben ein Vermögen aus für Heilungen. Aber wenn wir genau in den Text hinausschauen, und das sei unser erster Aspekt, steht dort nicht das, was uns die Übersetzung hier nahelegt. Dein Glaube hat dir geholfen. Das ist viel zu schwach. Soter ist das Wort, das hier steht. Das wir in der Regel mit Heiland übersetzen. Oder in der neueren Form, weil uns das ein bisschen abgeschmackt klingt, zumindest finden das manche, Retter. Es geht also nicht nur um das Gesundwerden, sondern um das viel tiefer Liegende. Dass es nämlich um die Rettung des Menschen geht. Und zwar in beiden Fällen. Deshalb kann Jesus auch bei dem Mädchen sagen, dieses Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das letzte Buch der Heiligen Schrift wird uns deutlich ausrichten, dass es einen zweiten Tod gibt, der endgültig ist. Das ist nämlich dann, wenn der letzte Funke des göttlichen Lebens in uns erstorben ist, wenn wir uns dem bis zum allerletzten Moment widersetzt haben, dann ist wirklich Schluss. Vorher sprechen auch die christlichen Texte immer vom Todesschlaf. Deshalb beten wir um die ewige Ruhe für die Toten, bis Christus sie auferweckt. All das hängt miteinander zusammen. Es geht also nicht darum, hier für ein paar Jahre sich noch ein bisschen Gesundheit herauszukaufen oder dass endlich diese Lauferei zu den Ärzten aufhört. Es geht darum, mit diesem Stichwort der Heilung im geistlichen Sinn und der Rettung, im Blick auf den Heiland und Retter, auf Christus, dass wir umfassend gesund werden. Deshalb kann diese Frau, obwohl sie ein Tabu bricht, sie weiß, wenn sie den anpackt und er wird als der Heilige Gottes proklamiert, das ist ein unglaublicher Tabubruch,
Das ist nicht so ein Hinz und Kunz von nebenan, den man dann mal anpackt und der sich dann schon wieder die Hände waschen muss, bevor er dann weiter tut mit den Leuten. Es ist der Heilige Gottes, das richtet uns das Evangelium aus. Wenn sie den anfasst, als die sie ist, blutfließend, wie das Evangelium wörtlich sagt. Ein unglaublicher Tabubruch. Aber warum gibt es eben hier keinen Bruch? Weil die Reinheit des Heilandes, des Retters, viel stärker ist als jede Unreinheit, von der wir je befallen sein können oder die wir manchmal selber herstellen. In jedem und jeder von uns gibt es ein Stück Unreinheit. Da sollte man sich nichts vormachen. Aber nur von Jesus zu hören, und selbst wenn uns das magisch vorkommt, wie wir das manchmal an Wallfahrtsorten erleben, die wollen irgendwo dranpacken und dann meinen die schon, wir alles getan. Ja, verflixt nochmal, wer redet uns eigentlich an? Warum denn nicht? Das Wort berühren spielt hier in diesem Evangelium eine so gewaltige Rolle, dass es gleich mehrfach vorkommt. Ja, es ist vielleicht nicht alles, aber es ist auch nicht nichts. Wir verdächtigen diese Dinge alle und sagen, das ist ja schrecklich, das passt ja gar nicht zu unserem aufgeklärten Christentum, wenn wir sozusagen irgendwie was anpacken sollen. Das ist ja ganz, ganz, ganz furchtbar. Christentum ist eben auch Berührungsreligion, ist nicht nur etwas für den Kopf und für solche, die einen bestimmten Intelligenzquotienten haben, dass sie mitreden können. Christentum ist für alle Menschen. Und alle Menschen sind als Ebenbild Gottes für die Unvergänglichkeit erschaffen. Und alle Menschen sind gerufen, in Kontakt zu kommen. Auf je ihre Weise. Und das führt uns zum zweiten Aspekt. Wie kommt man denn mit dem in Kontakt, der mich wirklich heil und gesund machen kann? Das ist diese andere Figur. Jener besorgte Vater, dem es das Herz zerreißt, weil seine kleine Tochter, die er vielleicht, da hat er vielleicht schon nach dem Ehemann ausgeguckt, alt genug ist sie jetzt, die jetzt auf dem Bett liegt und stirbt. Was tut dieser Jairus? Das ist auch kein Hinz und Kunz. Das ist eine angesehene Persönlichkeit zu seiner Zeit. Er ist Synagogenvorsteher, das heißt nicht, dass er Schriftgelehrter ist, sondern vielleicht jemand, es kann für eine Synagoge mehrere Vorsteher geben, der mit einer großen Stiftung den Bau der Synagoge oder ihre Renovierung ermöglicht hat. Das ist ein Angesehener der jüdischen Gemeinde. Einer, wir würden sagen, der Honoratior. Wie kommt der in Kontakt mit Jesus? Dass Jesus sich sofort auf den Weg macht, um seiner Tochter zu helfen. Diese angesehene Persönlichkeit der jüdischen Gemeinde. Und wir wissen, Jesus ist nicht unumstritten. Fällt vor ihm nieder. Er geht auf die Knie. Er macht eine Prostratio vor diesem umstrittenen Rabbi und fleht ihn um Hilfe ein. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine hochgestellte Persönlichkeit gesehen haben, die vor Jesus auf die Knie geht. Also ich meine nicht, wenn wir diese Bilder aus dem Berliner Dom sehen, wenn irgendein Gottesdienst ist und die Herren und Damen, Honoratioren, flegeln sich in der ersten Reihe herum mit überschlagenen Beinen und lassen sich ein bisschen von der Musik unterhalten und vielleicht findet der Bischof sogar auch noch nette Worte. Das meine ich nicht. Das ist nicht das, was Jairus tut. Wenn man mit Jesus in Berührung kommen will, wenn man wirklich daran glaubt, dass er mir helfen kann, dann ist das die einzig angemessene Haltung. Vor ihm auf die Knie zu gehen, mich vor ihm niederzuwerfen und sagen, du kannst mir helfen. Ich bin dessen ganz gewiss. Und wir sehen an diesen beiden Herangehensweisen des Jairus und jener namenlosen Frau, die seit Jahr und Tag dieses furchtbare Leiden hat, wie wir heute mit unseren Blutungen, da unseren Herzen oft genug angesichts dessen, was wir erleben, verbluten. Und noch viel mehr, unsere Seele verblutet oder am Bluten ist, uns permanent auch innerhalb der Kirche in eine Isolation bringt, wie wir mit ihm in Kontakt kommen können. Versuchen,
den Saum seines Gewandes anzufassen, in seinem Wort, in den Sakramenten, in der Kirche, dann sagen wir dann, das war ein dreckiges Gewand. Ja, Jesu Gewand, wenn er durch Galiläa marschiert, ist auch nicht aus der Reinigung gekommen. Das wird auch nicht blitzsauber gewesen sein. Aber es ist sein Gewand, das wir berühren wollen. Oder die andere Weise, uns vor ihm niederzuwerfen. In den Dreck hinein, in dem wir leben, aber vor ihm, vor niemand anderem. Und gewiss zu sein, du kannst mir helfen, weil du bist der Heiland. Du machst mein Leben, nicht nur, dass ich nicht mehr zum Arzt gehen muss, sondern umfassend gesund, dass das Leben hineinreicht in jene Unvergänglichkeit, zu der Gott uns erschaffen hat.